Bessie. Die Dynamitfalle. Helle Morgensonne strahlt auf die Sandwege von Silver Forest, dem großen Wald in der Nähe der kleinen Stadt Buffalo. Andy Cajun, der junge Sohn des Ranchers von der Pineapple Ranch, ist auf seiner braunen Stute Sala schon einen Tag und eine Nacht unterwegs zum Gamblesee, um einmal wieder zum Fischen zu gehen. Seine treue Collie-Hündin Bessie begleitet ihn wie immer, auch auf diesem Weg. Tja, Bessie, es hilft nichts. Wir müssen nach Buffalo hinein, zu Ben Borden, dem Schmied. Sala kann ohne das eine verlorene Hufeisen nicht weiter. Wir müssen sie erst beschlagen lassen. Ja, aber frisches Wasser wird dir auch gut tun, meine Beste. Komm mal her. Oh, und außerdem, ein bisschen Ruhe kann dir und mir nicht schaden. Also los, Bessie, lauf schon weiter. Brrr, Sala, bleib stehen. Wir sind da. Bessie, halt, hier geblieben. Hey, Ben Warden. So früh und schon so fleißig? Kriegst wohl nicht genug Dollars für deine Whisky-Gurgel, was? Hallo, Andy Cajun. Sieh mal an. Grüß dich, mein Junge. Aber sag mal, Boy, wie geht es dir? Hab dich seit Ewigkeiten nicht gesehen. So, und was macht die Pineapple Ranch? Es ist alles okay, Ben. Nur hier, sieh mal. Meine Sala hat ein Hufeisen verloren und muss unter deinen Hammer. Aber wir wollen schnell weiter zum Gamblesee. Ich will mal nach den Reusen sehen. Na, Andy, wenn du so eilig hast, Kleinigkeiten erledigt, Ben Warden, sofort. Schlage vor, du gehst so lange nach drüben zum alten Chuck in den Saloon. Na dann, so long, Ben. Bis später. Komm, Bessie, lauf. Puh, da geht's ja schon ganz schön rund. Ach, komm, Bessie, rein in die Höhle. Und ich sage euch, ihr lahmen Kojoten, Jim Murphy nimmt's mit jedem auf. Vielleicht jemand da, der es nicht glaubt? Hey, was sehe ich denn da? Ein Köter? Raus mit dem Vieh, sag ich. Hab was gegen langhaarige Biester in dem Saloon. Kapiert, Kleiner? Immer mit der Ruhe, Mister, und nicht so hitzig. Also, der Kleine will nicht. Ich werde es euch zeigen, wollt's ja nicht anders haben. Jim Murphy greift zum nächsten Stuhl, wirbelt ihn herum und schleudert ihn gegen Bessie. Doch das Tier geht sofort zum Gegenangriff über. Zähnefletschend springt es seinen Peiniger an. Zurück, Bessie! Komm nur her, du elendes Miststück. Mit den bloßen Händen dreh ich dir deinen Hals um. Da! Stopp, Mister, aufhören! Ich warne Sie! Ich warne mich, Jim Murphy? Ich soll mit einem Köder nicht fertig werden! Komm! Blitzschnell packt Andy den ausgestreckten Arm von Jim Murphy und zieht ihn über seinen Rücken. Krachend fliegt der bärenstarke Cowboy auf die Bretter. Die Männer im Saloon sehen grinsend zu. Das hat noch keiner in Buffalo gewagt. Das wirst du mir büßen, so wahr ich Jim Murphy heiße. Ruhe, Leute! Jetzt reicht's mir aber! Euren Lärm hört man in halb Buffalo. Und Buffalo ist eine friedliche Stadt. Und solange ich der Sheriff Travis bin, solange soll es auch so bleiben. Los, ab mit euch in der Gitter! Und wenn ihr Radau-Brüder euch nicht vertragt, sollt ihr mich kennenlernen! Sheriff Travis führt die beiden Männer ab. Es hilft nichts. Hinter Andy und Jim Murphy schlägt die Zellentür ins Schloss. Knurrend müssen sich die beiden Kampfhähne miteinander abfinden. Bessie hat dem Abmarsch der drei Männer ratlos zugesehen. Was soll aus ihr werden? Ziellos irrt die Collie-Hündin durch die Straßen. Halt, da ist doch die Schmiede von Ben Warden. Na also, er wird sich sicher um sie kümmern. Aber nein, der raue Mann hat keine Zeit. Enttäuscht trottet Bessie davon, schnuppert hier, schnuppert da, gerät in ein Rudel Stadthunde, lässt die struppige Meute links liegen und ist unversehens wieder vor dem Haus des Sheriffs. Winselnd starrt sie auf die Tür, hinter der die Spuren ihres Herrn enden.
Sheriff Travis indessen hat Besuch. Es ist Jennifer Adams, die Tochter eines vor kurzem tödlich verunglückten Ranchers. Sheriff, Sie müssen was unternehmen. Sie müssen mir helfen. Beruhigen Sie sich, Jennifer. Mr. Travis, Sie sehen nicht klar genug. Dieser Steve Conrads wird mir mein ganzes Land wegnehmen. Ach, Mann. Gewiss, als Vater noch lebte, wollte er ihm wohl irgendwann was verkaufen. Aber es war sicher nur so ein Gerede. Mehr um ihn loszuwerden. Vater mochte ihn nicht besonders. Sie meinen die Weiden am Buffalo River? Ja, sie sind sehr fruchtbar. Ich habe jetzt nur das Testament meines armen Vaters, dass alles Land mir gehört und nie verkauft werden soll. Dieser Steve Conrads bedrängt mich aber und sagt, mein Vater hätte ihm das Gebiet versprochen. Er lügt. Aber er kann doch gar nichts tun, Jennifer. Wer weiß. Ich traue ihm nicht. Ich bin ein junges Mädchen und stehe allein. Bitte, bitte nehmen Sie das Testament meines Vaters und schließen Sie es in Ihren Safe. Bei Ihnen ist es sicher und ich fühle mich wohler. Hier, und lesen Sie. Also, wenn es Sie glücklich macht, Jennifer, geben Sie her. Tja, hier steht wirklich nichts von Steve Conrads und irgendwelchen Ansprüchen. Danke, Sheriff Travis. Und auf Wiedersehen. Oh, was für eine schöne Collie-Hündin. Wo kommst du denn her? Hast du dich verlaufen? Ja, wo ist denn dein Herrchen? Hast du ihn verloren? Na komm, komm zu mir. Bei mir findest du ein warmes Plätzchen. Und so folgt Bessie dem jungen Mädchen. Zögernd erst, aber die freundliche Stimme flößt Bessie Vertrauen ein. Und was selten geschieht, die Hündin lässt sich sogar streicheln. Komm, du Arme. Du siehst ja ganz verlassen aus. Und so findet Bessie ein liebevolles Unterkommen für die Nacht, reichliches Futter und ein leckeres Frühstück am nächsten Morgen. Am nächsten Morgen ist auch Jim Murphy in der Zelle am Büro von Sheriff Travis. Wieder nüchtern. Na, Jim, du Whiskybruder, wieder klar? Der alte Chuck hat eine ganz schöne Rechnung für dich. Hast die halbe Einrichtung zerschlagen. Wirst eine Stange blechen müssen. Da hat er Pech. Bei mir ist nichts zu holen. Ja, darum wirst du auch eine Weile hierbleiben müssen. War's denn wirklich so schlimm, Sheriff? Ach was. Eine kleine harmlose Rauferei. Harmlos, sagst du, verdammter Kerl. Der halbe Saloon ist Kleinholz. Kostet ein bisschen was. Lassen Sie gut sein, Sheriff. Ich mach das schon. Oh, Junge. Du gefällst mir. Spielst hier die dicke Brieftasche, was? Ach. Naja, das gibt's auch. Zum Teufel mit dem dreckigen Whisky. Gibt nur Ärger mit dem Zeug. Komm, Boy, vertragen wir uns. Okay. Und glotz nicht so tragisch in die Gegend. Naja, es ist nur... Ich denke dauernd an Bessie, meine Hündin. Was mag sie tun? Wo steckt sie? Wo ist sie geblieben? Nun, Andys Sorgen sind überflüssig. Jennifer verabschiedet gerade ihren nächtlichen Gast. Nun lauf, meine Gute. Such weiter nach deinem Herrchen. Na, such schon, such schon. Und wenn du ihn nicht findest, kommst du einfach wieder zurück zu mir. Einverstanden? Nanu, Besuch? Oh, Mr. Steve Conrads. Sie wünschen? Guten Tag, Miss Jennifer. Gibt's was Neues? Ich wollte mal über die Weiden reden. Sie wissen schon. Ich wüsste nicht. Im Testament meines Vaters steht nichts darüber. Und dieses Schriftstück liegt beim Sheriff. Von Ihnen, Mr. Conrads, ist nirgendwo die Rede. Da wäre ich nicht so sicher, werte Miss. Ein Versprechen unter Ehrenmännern, und Ihr Vater war einer und wollte mir Land verkaufen, gilt. Und wenn Sie nun nicht wollen... Es gibt da Mittel und Wege, verstehen Sie? Na, ich denke, wir sprechen uns noch. Nein, nie. Nie, Mr. Conrads. Scheren Sie sich weg. Abwarten, Miss Jennifer. Hier räumen Sie das Vieh aus dem Wege. Ich gehe. Schon gut, du liebes Tierchen. Hast mir sehr geholfen. Bleib jetzt lieber noch ein bisschen bei mir. Zornbebend verlässt Steve Conrads das einsame Haus von Jennifer Adams. Eilig lenkt er seine Schritte zum Telegrafenbüro. Eine schnell geschriebene Depesche geht in die Nachbarstadt Springville.
Und am Abend erwartet ein unruhig hin- und hergehender Steve Conrads die planmäßige Postkutsche. Er weiß nicht, dass Jennifer, von Bessie begleitet, Verdacht geschöpft hat und ihn heimlich den ganzen Tag schon beobachtet. Da, die Postkutsche rollt an. Das schöne Buffalo, wir sind da. Alles aussteigen, Leute. Hey, da bist du ja, Jerry Gibbons. Hallo. Hallo, Steve Conrads, alter Junge. Hattest du eine gute Reise? Oh, danke, danke, Steve. Oh, was gibt es denn so Brandeiliges, dass ich so Hals über Kopf kommen muss? Das ist es also. Hab ich's doch geahnt. Jerry Gibbons, der berüchtigste Safeknacker in 100 Meilen Umkreis. Nur, man konnte ihm nie was nachweisen. Ich muss sofort zum Sheriff ins Office. Komm, Bessie! Bessie, wo kommst du her? Bessie. Hey, Boy, Ruhe, Ruhe, was ist denn los? Oh, Miss Jennifer, hallo. Wo kommen Sie denn her? Und wie kommen Sie zu der Hündin? Bessie lief mir nach, dann nahm ich sie mit zu mir. Aber Sheriff, es gibt Wichtigeres. Jerry Gibbons ist eben mit der Postkutsche von Springville eingetroffen und Steve Conrads hat ihn abgeholt. Was sagen Sie da? Conrads und Jerry, der Safeknacker? Tja, so ist es. Sie haben's bestimmt auf das Schriftstück im Tresor abgesehen. Unglücklicherweise sprach ich davon zu Conrads. Schon möglich, Miss Jennifer, aber was beweist das? Sie sehen zu schwarz. Wenn du mich fragst, ich würde nicht darauf warten. Na, halt den Mund da hinten und bleib schön still in deinem Käfig. Ist doch sonnenklar, Mr. Travis. Die ganze Sache stinkt. Wer hat euch eigentlich gefragt, hä? Haltet euch da raus. Keine Sorge, Miss Jennifer. Ich pass schon auf und halte die beiden im Auge. Gehen Sie ruhig heim und nachdem Bessie ihren Herrn gefunden hat, kann sie ruhig hierbleiben. Und euch Raufbolde lasse ich erst raus, nachdem mir der alte Chuck seine ganze Schadensaufstellung angeliefert hat. Verstanden? Ich wünschte, Sie hätten recht und sind nicht selbst zu sorglos, Sheriff. Gut denn, ich gehe. Auf Wiedersehen, Miss Jennifer. Und gute Nachtruhe heute. Es wird schon nichts passieren. Längst ist Jennifer Adams wieder daheim. Langsam senkt sich der Abend auf das Land. Sinnend steht Jennifer am dunklen Fenster und schaut dem Einschlafen der Natur zu. Aber klingt da nicht Hufschlag auf dem Weg neben dem Haus? Atemlos starrt Jenny in die Dunkelheit. Da, eine leichte Kutsche rollt vorüber und die Silhouetten von zwei Männern zeichnen sich am Himmel ab. Ist das nicht? Sind das nicht? Ja, da fahren sie. Steve Conrads und Jerry Gibbons. Wir müssen vorsichtig vorgehen, Jerry. In meiner Jagdhütte besprechen wir alles. Na, ich bin mal gespannt, was du willst. Aber damit du's weißt, wenn du mich brauchst, ich bin nicht billig. Wart's ab, wart's ab. Rasch holt Jennifer ihren Schimmel aus dem Stall. Rasch schwingt sie sich auf und bleibt auf der Fährte der beiden Gauner. Da, die Jagdhütte. So, Jerry, da wären wir. Steig ab. Hier stört uns keiner. Das ist mein kleines Nest, wenn ich nachdenken will. So, komm rein. Da drüben steht der Whisky. Komm zur Sache, Steve. Erst das Geschäft. Du kannst es nachher begießen. Ach, stellst dich an wie ein Säugling. Aber wie du willst. Also höre. Im Panzerschrank von Sheriff Travis liegt das Testament vom alten Adams. Die Kleine hat's mir ausgeplappert. Da muss ich ran. Ich lass es, sagen wir, neu schreiben und mir Land darin vermachen. Ich kenne da einen Schreiber, der das gut kann. Den alten Wisch verbrenne ich dann und wer will was? Es ist das einzige Dokument, das vom alten Adams unterschrieben sein wird und wirklich existiert.
Die Weiden am Buffalo River gehören Steve Conrads. Verstanden? Und du? Was dagegen, Jerry? Eigentlich alles. Du willst also das Testament fälschen lassen, um das Land zu kriegen. Aber ich komme an den Tresor nicht ran. Der Blechstern bewacht ihn doch Tag und Nacht. Du kneifst, Jerry Gibbons. Dann hättest du auch... Komm, reg dich ab, Steve Conrads. Zufällig kenne ich den Goldkasten im Office von Travis. Nun hör mir gut zu. Das Ding kann man nicht knacken. Höchstens in die Luft blasen. Na, dann muss es eben so gehen. Ich hab schon eine Idee. Schlage vor, wir bringen Travis ein Päckchen zur Aufbewahrung. Begriffen? Ah, du meinst so eine Art Zeitbombe. Die geht dann von allein hoch. Aber, mein Lieber, dann ist das Schriftstück auch hin. Werden wir schon noch irgendeinen anderen alten Schrieb vom seligen Adams besorgen können, um seine Schrift nachmachen zu lassen. Und wenn ich selbst in seinen Schreibtisch einbreche. Hauptsache ist doch, dass das echte Testament verschwindet. Ja, der Plan gefällt mir. Ich werde mich dann ein bisschen kostümieren und so dem alten Travis das Knallpaketchen bringen. Du, das Feuerwerkchen, das... Still, Jerry. Draußen ist wer. Hörst du? Ein Geräusch. Jennifer Adams. Sie hat alles gehört. Hinterher! Verlier nicht gleich den Kopf, Steve. Augenblick mal. Hilfe! Hilfe! Ja, siehst du, Steve, wie man das macht? Bei dem Pfiff geht jedes Pferd hoch. Das ist ein kleiner Trick aus meiner Cowboy-Zeit. Siehst du, wie der Gaul abhaut? Nun sammel mal die Kleine auf. Oh, sieh da, eine gute Bekannte. Was machen Sie denn da im Gras? Sie werden Rheuma kriegen, meine Gnädigste. Das kommt davon, wenn man zu neugierig ist. Ich hab wirklich nichts gehört. Und, wenn ich Ihnen das nun nicht glaube, Jennifer Adams. Nun gut, Steve Conrads. Der Sheriff weiß, dass Sie mit Jerry Gibbons gemeinsame Sache machen. Und er weiß auch, dass ich Ihnen gefolgt bin. Ja. Die Dame will uns nur Angst machen, Steve. Das glaube ich auch. Setzen wir sie auf Nummer sicher, bis wir fertig sind. Nein! Lassen Sie mich los! Ich will nicht! Loslassen, sag ich! Schurken, ihr Verbrecher! Loslassen! Hey, nicht so wild, mein Täubchen! Los, Jerry, nimm den Stuhl da hinten und bind sie darauf fest. Dann wird der Papagei schon den Schnabel halten. Und wenn du nicht parierst, Kleine, bleibst du hier kleben bis zum jüngsten Tag. Oh, mein Vater. Hilfe. So helf mir doch. Wär doch Bessie hier. Bessie. Ein früher Morgen dämmert über der kleinen Stadt Buffalo herauf. Noch kann man die Sonne nur ahnen. Aber das neblige Grau vor ihren ersten Strahlen ist zwei eiligen Reitern höchst willkommen. Eine halbe Stunde vor dem Einritt in den Ort verhalten sie ihre Pferde an einem dichten, struppigen Gebüsch. Hier, Jerry, nimm das. Dieser weiße Bart und diese Perücke werden dich unkenntlich machen. Und hier... Noch ein anderer Anzug. Zieh dich um. Devil, Steve. Du machst ja direkt einen Gentleman aus mir. Aber ich denke, es ist schon in Ordnung so. Reite jetzt um die Stadt herum und nimm den anderen Zugangsweg zur City. Dann ist die Zeit gerade richtig. Der Sheriff öffnet seinen Laden immer früh. Gerade so, um die letzten Schnapsleichen aus dem Saloon vom alten Chuck schlafen zu legen. Ich reite zurück und warte eine halbe Meile vor der Stadt hinten am verlassenen Blockhaus auf dich. Alles kapiert? Bei Jove, Steve. Bin ich ein Anfänger? Die beiden Gauner trennen sich. Ungesehen macht sich jeder auf seinen Weg.
Ein roter Feuerball schwingt sich strahlend über den Horizont. Die Sonne, der neue Tag, ist da. Auf dem Marktplatz von Buffalo verhält ein vornehm gekleideter, weißbärtiger Herr sein Pferd. Guten Tag, Sheriff. Wollen Sie zu mir, Mister? Oh, ich sehe, Sie sind fremd hier. Irgendwelche Sorgen? Ah, wie man's nimmt. Wilkinson ist mein Name. Ich bin Viehhändler und unterwegs nach Süden. Ach, zu den großen Rindermärkten also, wenn ich Sie recht verstehe. Erraten, Sheriff. Nur, ich habe da ein Problem. Ich will vorher ein paar Tage in Buffalo Station machen und mir hier die Viehbestände ansehen. Nun, Sie werden nicht enttäuscht sein. Tja, aber ich möchte nicht die ganze Zeit über mein Geld mit mir herumschleppen. Sie verstehen doch, Sheriff, hm? Hier sehen Sie. Könnten Sie nicht so lange dieses Päckchen hier in Verwahrung nehmen? Danke fürs Vertrauen, Mister. Warum nicht? Geben Sie her. In meinem Tresor ist es sicher. Danke Ihnen, Sheriff. Ich hol's bald wieder ab. Donnerwetter, ganz schön schwer, das Dollarpäckchen. Ja, ja, Viehhändler müsste man sein, dann hätte man eine Weile ausgesorgt. Und wie geht's unserer Bessie? Nachdem sie die ganze Nacht vor Andys und Jim Murphys Zellentür geschlafen hat, knurrt ihr zunächst einmal der Magen. Voll Sehnsucht denkt sie an Jennifer und an das leckere Futter vom Tage zuvor. Also nichts wie hin. Ja, Bessie ist an Jennifers Haus. Aber wo steckt sie? So viel Bessie auch an der Tür kratzt und winselt, sie öffnet sich nicht. Und im Stall? Die Tür steht offen, aber die Stute ist auch nicht dort. Was ist passiert? Sofort geht die kluge Hündin auf die Suche. Da, was ist das? Trommelnder Hufschlag vor einem Waldstück. Jennifers Pferd. Geradenwegs prescht es auf Bessie zu und da steigt der Schimmel hoch vor Bessie auf und begrüßt sie mit freudigem Schnauben, stupst die Hündin mit der warmen Schnauze und Bessie versteht sofort. Sie folgt der davon galoppierenden Stute. Mit wehender Mähne prescht das Pferd dahin, Bessie kann kaum folgen. Und vorbei am alten verlassenen Blockhaus, wo Steve Conrads wartet und die beiden herankommenden Tiere beobachtet. Nein, was sehe ich da? Die beiden Viecher zusammen, was bedeutet das? Und in Richtung Jagdhütte? Zum Teufel, das muss ich sofort verhindern. Na, wartet, ich habe euch gleich. Bessie und die Stute donnern an Steve Conrads vorbei. Und jetzt, da, der Mann reißt sein Gewehr hoch und tödlich getroffen, bricht Jennifers Liebling zusammen. Entsetzt rennt Bessie weiter. Schade um den Gaul, sollte ja eigentlich den Köter treffen. Was kann so ein Biest tun? Jennifer Adams, die ist jedenfalls bestens gesichert. Doch Bessie handelt schlau. Sie nimmt die Fährte der Stute auf und ist nach kurzer Zeit an der Jagdhütte, in der Jennifer Adams eingesperrt ist. Da bewegt sich dort nicht ein Schatten hinter dem Fenster? Leise kratzt Bessie an dem trüben Glas. Das ist doch... Hör ich richtig? Ja, das ist doch Bessie! Bessie! Bessie, bist du's? Ach, komm her zu mir, nimm alle Kraft zusammen und spring durchs Fenster. Hörst du mich? Ja, du verstehst mich. Los, Bessie, spring! Bessie, da bist du ja, du gutes Tier. Komm hier, beiß meine Fesseln durch. Dann bin ich wieder frei. Nur wenige Minuten dauert es und Bessie hat die dicken Stricke durchgebissen. Erlöst und dankbar streichelt Jennifer das weiche Fell ihrer Retterin. Dann wirft sie schnell ein paar Zeilen auf ein Blatt Papier und gibt es Bessie in die Schnauze. Bessie versteht, sie soll den Brief zu Andy bringen. In wahnsinnigem Tempo rennt die Hündin zurück nach Buffalo. Dort, das Haus des Sheriffs, eine offene Tür. Du, Andy? Ja? Mann, ich sehe doch keinen Geist. Sieh mal, das ist doch deine Bessie. Bessie, mein gutes Tier, da bist du ja, wirklich. Da, aber, du trägst ja eine Nachricht. Ah, komm her, gib mal her, gib mal her. Toll, das Tier.
Was hat sie da für einen Wisch? Hier, das ist doch eine Nachricht für den Sheriff. Hör mal zu. Mr. Travis, in Ihrem Tresor liegt Dynamit. Sie müssen sofort etwas tun. Jennifer Adams. Oh, Devil. Und ausgerechnet jetzt ist er nicht da. Dann müssen wir handeln, Andy. Ich werde das Schloss von diesem verdammten Käfig aufreißen. Was? Was willst du? Das Schloss aufreißen. Für Jim Murphy ist das ein Kinderspiel. Wenn das so ist, warum hast du da nicht schon früher... Dann wäre es ein Ausbruch gewesen, Kleiner. Jetzt ist es reine Notwehr. Du wirst sehen. So. Jetzt. Noch ein bisschen. Da. Die Tür ist offen. Los, Andy, komm. Der Sheriff wird im Salon sein. Wir holen ihn. Da, sieh, Jim. Der alte Chuck steht vor der Tür. Frag ihn. Hey, Mister. Ist der Sheriff drin? Ja, dann soll doch... Das sind doch die beiden Radau-Brüder, die Gittervögel. Und die suchen ihren Bewacher? Das verstehen andere. Geht rein, wenn ihr lebensmüde seid. Da drin, Mister. Hey, sieh mal da, Sheriff. Da kommen deine neuen Gäste. Seit wann geht's denn bei dir Ausgang, hä? Was? Hell und Devil. Stehen bleiben, sag ich. Rührt euch keinen Schritt weiter. Ihr sollt mich kennenlernen. Nicht schießen! Da hast du's, verdammter Mistkerl. Nehmen Sie die Waffe runter, Sheriff. Wir haben jetzt keine Zeit dafür. Murphy, steh auf. Ich sehe, es hat dich nicht getroffen. Dem Himmel sei Dank. Junge, das hätte ins Auge gehen können. Ich sehe, der Blechstern ist schwer vom Begriff. Aber ich bringe ihn schon zu Verstand. Mister, wenn Sie nicht sofort mit uns in Ihren feinen Schuppen rübergehen, passiert dem Laden was. Wenn Sie nicht das Sprengstoffpäckchen aus dem Tresor nehmen, dann... Was? Was ist los? Jetzt begreife ich erst. Ja, wird auch Zeit. Los, rüber zu Ihnen. Hätt Ihr Schatzkästchen schon selbst geknackt. Los, ich kenne die Zahlen vom Schloss nicht. Los, schnell, es wird Zeit. Leute, wer soll das glauben? Lass das doch nicht dumm machen. Das ist ein übler Trick. Die wollen bloß entkommen. Los, Boys, nehmt diesen Handy da fest. Der Sheriff wird sich nachher freuen, wenn er wenigstens einen hat. Hört nicht auf ihn, Leute. Das Dynamit ist im Tresor. Es war ein Plan von Steve Conrad. Steve Conrad ist ein Ehrmann. Glaubt dem Burschen kein Wort, Leute. Halt ihn fest. Minuten später ist Andy gefesselt. Gegen die Übermacht der Cowboys kann er nichts machen. Bessie beobachtet alles, aber auch sie kann nicht helfen. Still und vorsichtig versucht sie zu verschwinden. Da, der Köter! Hey, du Biest, dich kriege ich schon! Schade um den guten Whisky. Ist egal. Hauptsache, das Vieh ist umgekippt. Leg den Köter auch an den Strick. So. Und nun kommt alle mit zum Sheriff. Er wird sich über diesen Galgenvogel, diesen Andy, freuen. Buffalo soll friedlich bleiben. Wir wollen keine Banditen hier. In der Zwischenzeit bemüht sich Sheriff Travis um den Panzerschrank. Mit zitternden Händen versucht er, das Schloss auf die richtigen Zahlen einzustellen. Murphy, ich schaff's nicht. Ich bin zu aufgeregt. Ich hab die Zahlen vergessen. By Jove, Sheriff, wir fliegen in die Luft. Und wer weiß, ganz Buffalo auch. Sie müssen das Ding aufkriegen. Los, nochmal drehen Sie. Da, Sheriff! Es geht! Los! Ziehen Sie! Ah, geschafft! Die Tür ist auf! Da. Da ist das Päckchen. Da, das Rote, das ist es. Warten Sie. Vorsicht. Vorsicht, Murphy. Ich habe es. Los, raus damit aus dem Fenster! Vorsicht! Ja, da hinten aus dem Fenster! Da ist alles frei! Los, raus! Murphy, gut gegangen. Ich danke ihm. Es war schrecklich.
Wir sind gerettet. Ein Glück, dass es nicht mehr Dynamit war. Wer weiß, was sonst aus Buffalo geworden wäre. Sheriff Travis! Sheriff Travis, was ist? Wo seid ihr? Antwortet doch! Bindet mich endlich los, ihr dämlichen Kerle! Ihr seht doch, wir hatten recht! Na los, beeilt euch! Wir müssen jetzt da drinnen helfen. Los ins Haus! Und Steve und Jerry? Wo sind sie geblieben? Von Steve Conrads eigenem Hausdach haben sie alles mit angesehen. Los, Jerry, nichts wie weg. Wir haben keine Chance mehr. Weiß der Teufel, wie sie dahinter gekommen sind. Der verdammte Köter hat uns verraten. Los, komm, wir müssen zur Jagdhütte. Dort ist Jennifer Adams. Mit ihr als Geisel kommen wir bestimmt raus aus Buffalo. Langsam, Conrad. Nein, mir reicht es jetzt. Ich fahre nach Springville zurück. Was, du willst kneifen? Du bleibst hier. Noch ist dein Auftrag nicht erledigt. Wer bestimmt das? Und außerdem, du kannst mich jetzt nicht im Stich lassen, Jerry. Wie viel mehr willst du haben? Ach, lass das. Hier sind 1.000 Golddollar. Später gibt's mehr. Aber mach weiter mit. Ich bin Safeknacker, Steve. Dabei behält man saubere Hände. Zum gemeinen Pistolenräuber tauge ich nicht. Dann habe ich nur noch Blei für dich. Oh, oh. Du hast es nicht anders gewollt, Jerry. Ich muss jetzt sehen, wie ich hier rauskomme, verdammt. Ja, da, mein Pferd. Komm. Lauf, lauf, weg. Hier, Kaiser! Conrads Haus! Steve Conrads! Komm raus! Er meldet sich nicht. Umstellt das Haus, Leute! Murphy, Andy, wir gehen rein. Aber Vorsicht! Sheriff! Sehen Sie da! Jerry Gibbons! Da, er ist getroffen! Conrads hat seinen Komplizen aus dem Wege geräumt. Da liegt er. Nein, das ist nicht wahr. Conrad ist also doch ein Verbrecher. Wo mag er stecken? Es gibt nur noch einen Ort. Die Jagdhütte. Und da ist auch Jennifer Adams. Sie ist in tödlicher Gefahr. Nee. Wir müssen hin. Bessie, hierher, komm. Führe uns. Los, Boys, auf die Pferde. Andy ist auf der richtigen Spur. Vor wenigen Minuten ist Steve Conrads in der Jagdhütte eingetroffen. Jennifer Adams ist seine letzte Rettung. Ich bin's. Die Dame ganz ohne Fesseln? Ha, aber zum Durchschlüpfen wird dich ein bisschen eng, das Fenster, nicht wahr? Ich weiß, der verdammte Hund. Aber nun ein bisschen plötzlich. Als Geisel kann ich dich jetzt gut gebrauchen. Los, aufs Pferd mit dir! Lassen Sie mich los! Komm. Was haben Sie mit mir vor? Das wirst du noch erleben, Püppchen! Das Land am Buffalo River wird Ihnen nie gehören! Na, wart's nur ab! Zum Teufel, da bellt doch dieses Vieh schon wieder! Gegen Bessie haben Sie keine Chance, Mr. Conrads! Geben Sie auf! Elende Bestie, jetzt kriegst du die verdammte Kugel! Warte gleich! Ach, runter mit der Waffe! Runter vom Pferd, Sisi! Widerliches Ungeheuer! Du Hexe, das wirst du mir büßen! Hierher, Bessie! Hierher, Leute! Conrads ist hier! Ich habe ihn vom Pferd gestoßen! Da liegt er! Bindet ihn! So! Den Kerl hätten wir. Und ich glaube, Jennifer, Ihr Land macht Ihnen jetzt auch keiner mehr streitig. Soll ich dem Kerl da jetzt die Knochen brechen? Lieber nicht, sonst kommst du wieder hinter Gitter. Die Strafe besorgt der Sheriff schon. So, Bessie, das hätten wir überstanden. Aber jetzt müssen wir endlich zum Gamblesee und nach den Fischen sehen. Komm! Schon eine Stunde später waren Andy und Bessie unterwegs. Die Leute von Buffalo aber sprachen noch lange von dem falschen Spiel des ehrenwerten Ehrenmannes Steve Conrads. Musik.